Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch diesen roten Make-up-Look geschminkt. Ich habe euch ja auf Snapchat, Facebook und Instagram gefragt, welchen Look ihr von diesen zweien als erstes sehen wollt. Da hat es einen grünen und einen roten zum Abstimmen gegeben und ihr habt euch für den roten entschieden und daher heute das Video dazu. Ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram, Snapchat, Facebook und so folgt, dann tut das doch bitte. Ihr findet alle Links unten in der Infobox oder hier gleich eingeblendet. Ich heiße dort überall Vicky Lash oder Vicky Lash Makeup. Ich hoffe, der Make-up-Look gefällt euch und ihr habt viel Spaß beim Zusehen und jetzt legen wir los. Für mein Augen-Make-up verwende ich heute von NYX Professional Make-up die Perfect Filter Palette. Und zwar ist das die 02 Palette Rustique Antique. Und zuerst trage ich eine Lidschattenbasis auf und zwar von Urban Decay die Eyeshadow Anti-Aging Primer Potion, damit die Lidschatten super gut halten und nicht in die kleinen Fältchen reinrutschen. Als erstes verwende ich aus der Palette diesen schimmernden Ton hier, den allerersten. Und den trage ich unter meiner Augenbraue auf und in meinem inneren Augenwinkel als Highlight. Dann kommt als nächstes diese helle mittlere Farbe auf mein komplettes bewegliches Augenlid. Einfach mal so als schöne Grundbasis. Und dann nehme ich mir mit einem großen Blenderpinsel das Orange. Und mit dem Orange beginne ich jetzt in meine Lidfalte ein bisschen Wärme zu bringen. Ich versuche da immer eine ganz leichte Hand zu haben. Und ich blende das Orange ziemlich weit hinauf in das Highlight. Und auch dahinnen. Am besten geht das mit so runden Bewegungen vor- und zurückarbeiten. Mit der Kante von dem Pinsel kann ich auch hier unten ein bisschen Orange hingeben. Und jetzt gibt es so eine kleine Mischung aus dem glänzenden Rot und dem matten Rot. Und das gebe ich auf so einen ganzen spitzen Blenderpinsel. Der ist von Evelyn. Der ist perfekt geeignet dafür, dass ich da jetzt nur hier außen ganz leicht dieses dunklere Rot reinbringe. Und zwar wirklich nur hier in dem letzten Dreieck. Das heißt, ich setze hier die Farbe mal her. Und dann arbeite ich mich langsam in die Lidfalte und baue das auf. Nehmt euch ruhig Zeit dafür. Dadurch, dass ich auch hier schon so ein bisschen ein Hängelid habe, versuche ich einfach gerade in den Spiegel zu schauen und dann mit dem Blenderpinsel ein bisschen über die Lidfalte zu ziehen. Somit sieht man den Lidschatten noch. Es hat den Anschein, als hätte ich hier eine Lidfalte. Und ja, das ist so der Trick, wenn man ein leichtes Hängelid schon hat, dass man hier ein bisschen überzeichnet. Ich ziehe das dunkle Rot auch gleich hier unten am äußeren Rand rein. Nur ganz außen. Und dann gehe ich immer wieder mal mit dem größeren Blenderpinsel, wo ich vorher das Orange gemacht habe, drüber und mache das Ganze noch ein bisschen weicher da oben. Gehe auch gerne nochmal ins Orange rein. Das Ganze soll auch schon so wie ein Windsonnenuntergang, so auf die Art. Jetzt setze ich nochmal das dunkle Rot, das hier, gezielt unten ganz aufs äußere Ende. So, jetzt haben wir unseren Lidschatten fertig. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Wimperntusche. Und ich verwende hier von L'Oreal die 4/ Superstar X Fiber Mascara. Auf die bin ich vor ein paar Monaten gestoßen und ich sag's euch, mein absoluter Favorit. Schaut euch mein Favoritenvideo an, da ist es auch, da schwärme ich noch viel mehr von dieser Wimperntusche. Aber ihr werdet gleich sehen, warum.
Und so schaut das dann aus. Der Hammer! Ich liebe diese Wimperntusche. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, jetzt noch falsche Wimpern kleben, aber für meinen Fall brauche ich das heute nicht mehr. Ich würde sofort falsche Wimpern kleben, bei jedem Look, aber seit ich diese Wimperntusche verwende, no. Mega. Gut, als nächstes brauche ich ein bisschen Farbe im Gesicht. Das heißt, ich verwende meinen allerliebsten Lieblingsbronzer von Essence, den Matt Bronzer in der Farbe Lighter Skin, also für hellere Haut. Und den trage ich mit einem riesengroßen MAC 134er Pinsel auf. Zu dem roten Augen-Make-up gehört es einfach dazu, einiges an Bronzer zu verwenden, dass das ganze Gesicht auch schön warm wird. Also bronze ich immer hier so an den Schläfen und am Wangenknochen, entlang der Kinnlinie, ein bisschen den Hals runter zu. Bei dem Look vom Foto habe ich gar keine Kontur gemacht. Das war alles nur der Bronzer und das werde ich auch heute so lassen. Also ich brauche jetzt keine Kontur oder irgendwas. Mir reicht das vollkommen, wenn der Bronzer die Schatten auf meinem Gesicht macht. Ganz wichtig, damit die Nase nicht ganz unbehandelt bleibt, kommt da auch ein bisschen was von dem Bronzer drauf. Ich bin ja nur froh, dass die Farbe nicht zu warm ist. Das heißt, sie geht auch so als ganz leichte Nasenkontur. Das finde ich eigentlich ganz schön. Als Rouge verwende ich von Milani einen Baked Blush. Die Farbe ist Luminoso 05. Der schaut so aus, es ist ein richtig schöner orangener Korallton und der kommt jetzt auf meine flächigen Bäckchen. Ach ja, und falls ihr euch wundert, alles was noch übrig ist auf dem Pinsel, gebe ich so immer so einen Schweif so über meine Nase. Ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwie vor Jahren schon angewöhnt, dass ich das so mache. Weil es hat dann irgendwie so den Anschein, manchmal ist die Nase einfach viel zu weiß, weil da einfach nichts drauf ist und nicht geschminkt wird. Und jetzt wärme ich die eh schon ein bisschen mit Bronzer auf oder sonst halt mit Kontur. Aber ich finde so, die Nasenspitze darf ruhig ein bisschen Farbe kriegen. Das macht das ganze Make-up irgendwie komplett. Dann habe ich einen neuen Highlighter von NYX. Das ist ein Duo Chromatic Highlighter in der Farbe Snow Rose. Der ist weiß und shiftet dann immer so nach Rosé. Ist super, super schön. Und den habe ich auf dem Foto von Instagram bei dem Look zum ersten Mal verwendet. Da habe ich mir an dem Tag auch die Palette gekauft bei NYX. Und diesen Highlighter. Für mein Highlight auf der Nase und auf meinem Lippenbogen verwende ich das den schimmernden Lidschatten aus der Palette, den ich vorher als Highlight verwendet habe, nämlich den hier, den ganz, ganz hellen. Der Duochrome Highlighter ist zwar super schön von NYX, aber dadurch, dass wir hier dieses Goldene haben und hier dann dieses Rosa, möchte ich das Gold noch irgendwo anders auch wiederholen. Und deswegen kommt das Ganze hier drauf. Auf dem Foto von Instagram habe ich von Catrice den Beautifying Lip Smoother verwendet. Das ist wirklich nur so ein ganz, ganz leichter Gloss gewesen. Aber für heute habe ich auch noch eine bessere Alternative oder vielleicht eine Alternative einfach. Und zwar von Milani, eine Amore Matte Lip Cream in der Farbe Nummer 10 Adorable. Und ich finde, dass der ganz gut dazu passt. Natürlich könnt ihr einfach nur ein Gloss tragen oder überhaupt eine Farbe, die ihr wollt. Ich verwende heute den hier. Es ist ein wunderschönes Nude. Und das Tolle ist, diese Amore Matte Lip Creams. Oh, der Duft. Kekse, Donuts, Torten, Karamell und die Haltbarkeit top. Jetzt noch ein bisschen was von dem NYX Dewy Finish Setting Spray. Und der sorgt nochmal dafür, dass das ganze Make-up sich schön miteinander verbindet und die ganzen Pudertexturen alle sich nochmal schön auf die Haut draufsetzen. Und ich finde, das macht so den, oder es gibt so den letzten Schliff, dass das Make-up noch schöner wird.
Und das ist jetzt der fertige Look. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, der Look gefällt euch ganz gut und das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch bitte einen Daumen nach oben. Vergesst nicht unbedingt, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ihr könnt natürlich auch unten das Glöckchen aktivieren, dann seid ihr immer über neueste Uploads von mir informiert. Ihr findet wie immer alle Infos, alle Produkte, die ich heute verwendet habe, unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr auch mal bei so Umfragen teilnehmen wollt, welchen Look ich für euch schminken soll, dann checkt unbedingt mein Instagram aus. Ich bin auch auf Snapchat und Facebook und Co. Würde mich freuen, wenn wir uns dort auch sehen. Ich blende euch meinen Instagram-Namen auf jeden Fall hier ein und meinen Snapchat-Namen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder sehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!